Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von SnowRunner. Rutschig. Vielen Dank, dass ihr dazu geschaltet habt. Ja, wir sind auf dem Weg, Stahlträger zu holen. Wir hätten auch Stahlträger hier bekommen können. Ich zeige das mal kurz auf der Karte. Die gibt es nämlich hier, aber auf dem Schwanenhalsanhänger. Und ja, der Aufwand ist, glaube ich, zu groß, jetzt extra so einen Truck umzurüsten und einen tiefen Sattelkupplung dran zu bauen und den hier hochzufahren. Es ist, glaube ich, einfacher, wenn ich eben schnell mit dem Twin Steer da nach Bergfluss fahre, und da gibt es auch die Stahlträger und das nicht so weit weg, und gleichzeitig könnten wir auch tanken, weil ich habe noch keine Tankstelle gefunden in Pedro Bay. Deswegen machen wir uns jetzt gerade auf den Weg. Ich weiß gar nicht, ob der Umweg zur Tankstelle jetzt so krass ist. Ich glaube, wir müssen hier schon runter. Nein, eine weiter, und da ist die Tankstelle. Also können wir einmal so einen Bogen fahren. Ich glaube, das haben wir schon mal probiert und dann ist auch schon schief gegangen. Probieren wir das eben aus. Mal eben. Grundwort. Mal eben hatten wir ja schon in der vorletzten Folge, wo wir dann mal eben mehrfach umgekippt sind. Kurve habe ich natürlich wieder super genommen. Langsam habe ich mich an dieses Fahrzeug echt gewöhnt. Den finde ich echt klasse. Richtig praktisch. Eigentlich sollten wir auf dem Rückweg tanken, damit wir noch ein bisschen mehr Sprit reinkriegen. Aber ja, schauen wir mal, wie viel wir verschwendet haben. So, einmal rum. Das passt. Sehr gut. So, mit Vollgas hier runter, ohne die Steine zu berühren am besten, weil das beschädigt unseren Truck. Und die Dinger da vorne auch. Aus irgendeinem komischen Grund. Die sollten eigentlich nicht da sein, finde ich. Unnötig. Ja, die Dinger werden gleich meinen Truck beschädigen. Muss jetzt mal dran vorbei. So. So, können wir da vorne den drehen oder muss ich... Ja, wir können drehen. Das muss man alles mitberechnen, ne? Ich habe versucht, hier einen Anhänger dran zu machen. Ich glaube, das war das zweite Mal, dass ich ausprobiert habe. Leider kann man keinen riesen Anhänger hier hinterpacken, so mit 5 Slots. Das wäre natürlich mega, mit neuen Sachen gleichzeitig rumzufahren. So, Stahlträger zweimal. Gut, wir machen das eben im Schnellverfahren. Fahre ich dann zum Bergfluss, Bergfluss Pedro Bay hoch, und ab da nehme ich euch dann wieder mit. Obwohl, ne, komm, wir machen das auch eben zusammen. Ja, keine Monsterstrecke. Dann könnt ihr nämlich sehen, wie ich gleich hier wieder umkippe oder sonst was. Wäre schlimm, wenn ich sowas nicht auf Kamera hätte, um mich loszustellen. Aber ich glaube, hier brauchten wir auch den Lastengang, um hochzukommen. Halten wir gleich mal den Hohn- und Differentialsperre an. Jetzt war es noch nicht nötig, aber da oben wäre es nötig gewesen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ah, 17 Liter. Komm, versuchen die Kurve hier zu kriegen. Und das funktioniert. Boah. Effekte hätte man die nicht bekommen können. Sehr schön. So, auf Warp 9 beschleunigen, Scotty, und los geht's. Oh, jetzt kriegt er aber Probleme. Kannst du im Highgang hier hochfahren? Jo, Highgang geht. Einmal wieder auf Automatik. Sehr gut. Viel schalten hilft viel, ne? So, da sind wir schon. Also hätte sich das Vorspulen ja gar nicht gelohnt. So, wir gucken erstmal an, wo wir hin müssen. Wir müssen die Pipeline hier runter. Also es ist eigentlich komplett geradeaus durch. Das kann ich mir, glaube ich, noch so merken. Mal sehen, ob die Straße das auch so anzeigt. Weil diese Schräglage, ne? Habe ich schon doch gerade ein bisschen darunter gezogen.
Und jetzt hier rutsche ich auch zur Seite. Also wenn man keine Schneeketten hier hätte, dann wäre es vorbei. Was mich wundert, ist, dass ich noch keinen einzigen Upgrade hier gefunden habe. Das ist Wahnsinn. Entweder gibt es hier nicht viele oder ich bin blind. Da ihr meine Videos am Durchschauen seid, habt ihr zufällig eins gesehen, während ich hier rumgefahren bin und lacht euch über mich kaputt? Das kann natürlich auch sein. Was auch gerechtfertigt wäre. Mal ein bisschen, ja guck mal, gleich fahre ich da drüber und gleich ist was platt hier. Diese scheiß Bauschilder. Ich glaube, ich schreibe mal den... Oh. Das habe ich... Ja, wenn man hier da hinten das Differential hat, dann sieht man das auch gar nicht. Verdammter Mist. Auf neutral bringt es uns auch nichts, Vollgas zu geben. So. Augen offen halten. Bin ich da vorhin letztes Mal drauf gefahren? Umzug, ja, da bin ich drauf gefahren. Da gibt es einen Tanklaster, habe ich gerade im Augenwinkel gesehen. Also ein Anhänger, Tanklastanhänger, irgendwie sowas. So, wir schalten auf halten. Sprache, schwere Sprache, Deutsch. So, wir gehen mal hier rüber. Ich glaube, das war die schlechtere Wahl von allen. Schieben uns mit Differentialsperre jetzt durch. Hat auch geklappt. So, und jetzt schalten wir wieder auf High um. Geht nicht, mein Mauszeiger ist nicht in der richtigen Position. Jetzt aber. Ne, mag er nicht. So, jetzt muss ich aber gucken. Ja, wir sind auf der richtigen Straße. Auf der Karte sieht es deutlich angenehmer aus. Oh, mit Differentialsperre kommen wir gut hier durch. Wollen wir nicht zu lange anhaben. Fangen lieber mal auf High um. Da steht unser Freightliner. Vielleicht hätten wir auch den anderen Freightliner holen müssen mit Sattelkupplung niedrig. Und da habe ich den Planoflieger schon mal rausgeholt. Ich weiß, dass es eine Mission ist, weil mit denen kann man nicht verkaufen. Der wird auch nicht auf der Karte angezeigt. So, jetzt sind wir auf normale Straße. Jetzt können wir mal... Alter Schwede. Riskieren, Vollgas zu geben, wollte ich gerade sagen. Meine Güte nochmal. Das hatte ich ja komplett gar nicht mehr auf dem Schirm. Schwitz. Bin jetzt schon ganz nass Ende. Ich hoffe, die Maus kriegt keinen Kurzschluss. Ach, da habe ich schon letztes Mal geguckt. Bin ich noch richtig? Jo. Weiter Straße verfolgen. Kommen wir doch viel länger vor als... Ja, kommen wir einfach viel länger vor. Wahrscheinlich, weil wir nicht gerade sonderlich schnell hier durchkommen. Oh, jetzt gibt es einen Abschnitt, wo der Tiefschnee ist, wahrscheinlich. Differentialsperre an. Sehr gut. Pipeline ist betriebsbereit. Ja, dann fahren wir mal rüber und die Mission ist Hammerbergen. Das müssten wir eigentlich mit unseren Freightliner machen und dann bringen wir den hier runter. Wir fahren aber erstmal ein kurzes Stückchen weiter. Obwohl, wir lassen den hier stehen. Wäre ein schöner Truckparkplatz. Hallo? Danke. Irgendwie hakt die Schaltung hier bei dem Fahrzeug. Muss ich mal
Werkstatt bringen. So. So, wir haben jetzt den Weg freigemacht für unseren Freightliner, da ist er ja. Und darüber zu kommen, wir blöd. Ich glaube, es ist Zeit für unseren Scout, oder? Wir fahren einfach mit unserem Truck runter. Wenn wir mal an den Hammer vorbeikommen, nehmen wir den mit. Gehen erstmal auf Erkundungstour mit dem Freightliner. Aktivieren gleich direkt Allrad. Da ist mal ein Fahrzeug, der um die Ecke geht. Mit dem kann man auch ziemlich gut driften im vierten Gang. Aber hier wollte ich das nicht ausprobieren. Die Kurve ist böse. Richtig böse. Ich hoffe, da unten gibt es auch irgendwas zum Tanken. Ja, ein Drittel vom Tank schon weg. Boah, driften, sag ich doch. So. Service und Warehouse. Warehouse ist... Bin ich denn gerade da hoch? Was gibt's da denn? Holzplanken. Okay. Hier könnte man rüber, um den Fahrzeug zu holen, ne? Ach komm, wir holen das Fahrzeug. Mal sehen, ob diese Strecke überhaupt befahrbar ist mit unserem Offroad-Truck. Ich wollte sagen, wo führt die Straße jetzt her? Ein Differentialsperre an. Aber die Map hat es auf jeden Fall in sich. Hin und her lenken. So, geht vorwärts. Ich glaube, da waren... Doch, da sind wir dran vorbeigekommen. Sind wir schon mit dem Fahrzeug hier durchgefahren. So. Jetzt wird's interessant. Wie führt die Strecke hierher? Also da über die Steine kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Aber wir tun es. Und es war auch die Strecke, weil da vorne wäre das nicht sehr gut gegangen. Und jetzt wird es auch wieder interessant. Hier geht es verdammt tief runter. Machen wir hier kleine Kurve. Perfekt. Da konnte man noch den Boden vom See erkennen. Was mir auch gerade auffällt, ist ein Teil vom... der Map ist so kalt, dass die Seen einfrieren und hier ist der See wieder alles okay. Müssen wir hier runter. Los geht's. Ich glaube, wir halten uns hier auf diese Seite auf. Oder vielleicht auch nicht. Wir gehen rüber. Langsamer. Die Räder nicht so schnell drehen. Gar nicht drehen wäre am besten. Noch besser ist eine gute Winde. Danke. Nichts geht über vernünftigen Allradantrieb mit Differentialsperre hier. Alles zuschaltbar, abschaltbar, hat man viele Möglichkeiten. So, wir ziehen den erstmal
rückwärts raus, weil rückwärts ist man stärker als vorwärts aus irgendwelchen Gründen. Wahrscheinlich durch Übersetzung und so weiter. Gehen den einmal hier vorne raus und dann gehen wir den vorwärts wieder zurück. So. Kann man hierher fahren? Hier ist eine Straße. Hier oben rum kommen wir bestimmt hin. Hier ist auf jeden Fall eine Straße. Ich glaube, dass wir ein bisschen was freischalten können von der Map. Machen wir das auch so. Müssen wir hier aber. Habe ich das ein bisschen blöde vorbereitet, weil ich gedacht habe, wir fahren in diese Richtung. Aber das wird schon klappen. Ich wollte ihnen auch ein bisschen was von meinem Sprit abgeben, aber das lasse ich erstmal. Weil wir haben ja selber nur noch die Hälfte. So. Bisschen zurück. Dann gehen wir mal ein bisschen auf Forschungsreise. Ups. Der ist mir hinten aufgefallen. Hier führt eine Strecke her. Hier könnte potenziell was sein, aber ich werde hier außen rumfahren. Macht meiner Meinung nach mehr Sinn. Oh, der ist mir schon wieder aufgefahren. Ach, der macht sich selber kaputt auch. So, auf Eis stellen wir jetzt einfach mal um. Düsen hier durch. Na, komm schon. So, wenn ihr bis hierher geschaut habt, dann drückt auf jeden Fall jetzt den Like-Button. Und wenn ihr noch weiter schaut, dann den Subscribe. Ich sehe das, wenn ihr das nicht macht. Ups. Was ist das? Irgendeine ominöse Brücke. Mast umgefallen. Bauen wir uns mal an. Da gibt es Holzplanken und hier sind umgefallene Strommast. Okay. Mal gut zu wissen. Wahrscheinlich liegt er mitten auf der Straße und wir kommen da nicht her. Oh, ja. Neue Mission entdeckt. Klar. So, jetzt haben wir... Boah, da vorne geht es ganz schön in Schräglage. Möglichkeit daher zu fahren. Wir lassen den Hammer hier kurz stehen. Ich bin neugierig. Die Straße ist nicht umsonst da. Da gibt es auf jeden Fall schon mal eine Mission. Familienschutz. Schatz. Schiebeplanauflieger. Ja, den haben wir ja schon mal vorbereitet und der muss hier runter. Okay. Sonst noch irgendwas hier in der Nähe? Irgendein kaputtes Auto? Nein, ich sehe nichts. Aber ich stelle das wieder auf Mittagszeit um. So. Hier schön grell. Sonnenbrillen bitte aufsetzen. So, dann nehmen wir wieder den Hammer. Den Schlepptau. Also der hier gefällt mir ja echt gut. Der Freightliner. So, da vorne wird es interessant. Da
Dann müssen wir mal schauen, wie interessant das wird. Ach, geht. Sah schlimmer aus, wie es war. Aber da vorne wird es auch wieder interessant. So ein Neigungsmesser. So eine Anzeige wäre nicht schlecht. Wir sind nämlich schon ganz schön schräg. Wir tanken den jetzt für die Stelle nach hier. Nachtanken. Welle, Hammer, nein. Tanken da einmal 20 Liter rein. Dann können wir uns wieder geben lassen, wenn wir angekommen sind. Bevor wir ankommen, ziehen wir den ganzen Sprit ab und hoffen, dass wir da unten Tankstelle finden oder ähnliches. Also diese Strecke ist definitiv für Offroad-Trucks gut geeignet. Ich würde nicht mit den Twins hierher fahren. Gott sei Dank ist das hier schon gebaut. Kann ich auf hochstellen hier? Ja. Irgendwie das Gefühl, dass das Fahrzeug, der Hammer, irgendwie so kaputt jetzt ist, dass der meinen ganzen Benzin einfach auffrisst und nicht wirklich mithilft. Ein Riesensee. Und ein Mast. Fahren wir jetzt überhaupt richtig? Ja, wir müssen über den See rüber und dann rüber. Ja, okay. Macht Sinn. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Wo kann ich das aufdecken? Hier vorne. Lass den Hammer mal kurz stehen. Ja, hier ist der gefrorene See und da vorne ist er nicht gefroren. Auch interessant. Darüber hätten sie mal nachdenken sollen, wa? So, ich habe den mit Absicht jetzt zur Seite geschoben. Stand ja nicht, in welchem Zustand wir den ausliefern sollen, ne? Das hätten sie im Vertrag reinschreiben sollen. Ups, Entschuldigung. Der kann ja aber gar nichts ab. Oh, der schlittert auch ein bisschen rum. Hallo? Ah. Gibt Gas? Sind die auf einer normalen Straße? Mit riesen Steinen auf den Straßen. Wolf Grip. Aha. Ah, da ist eine Tankstelle. Sehr schön. Und, oh, so ein riesenhohes Ding. Alter Scholli, was haben sie denn da aufgeladen? Oh. Das wird ja interessant. Das ist auf jeden Fall ein Sattel hoch und der kippt bestimmt voll schnell. Das sieht aus wie eine Mission für einen Derry Longhorn. Aber hier tanken wir schon mal voll. Bevor wir den abliefern oder ausstellen, weiß ja noch nicht genau, was wir als nächstes machen werden. V nachtanken. Quelle, hallo? Da. So. Motor ausmachen. Wir schauen erstmal Familienschatz, das Schiebeplan auf Liga abholen und dass wir einmal hier rum und abholen. Umzug ist auch alles da oben. Was haben wir denn hier für Aufgaben?
Betonblöcke gibt es hier unten und Verbrauchsgüter gibt es dahin. Okay, Mast umgefallen, brauchen wir Holz. Oh, das sind alles Sachen, wo die ziemlich weit auseinander liegen. Das gefällt mir nicht. Und ich habe immer noch kein Upgrade gefunden. Fast die ganze Karte bis auf eine Ecke aufgedeckt. Und kein Upgrade. Krass. Also, ich muss eigentlich den Derry Longhorn, ich bin mir ziemlich sicher, warte mal. Frachtlieferung. Rohrtransport-Tieflader, dafür brauchen wir Sattel hoch. Können wir mit dem Sattel hoch irgendwas anderes? Dann könnte ich nämlich den Derry Longhorn schon mal rüberholen. Und Betonblöcke mitbringen. Und wahrscheinlich auch Verbrauchsgüter. Ich schau mal eben kurz nach. So, ich habe mich entschieden, nicht den Derry Longhorn zu benutzen. Der ist mir nämlich. Den haben wir schon gefahren. Den Royal BM17. 160.000 verkaufen wir. So, wir gehen aber in den Truck Shop. Schauen wir mal durch. Schnellstraße wollen wir nicht. Freightliner. Wir haben den Freightliner noch nicht. Erforscht die Welt, um diesen Trunk Rock freizuschalten. Da ist andere, da brauchen wir Level 24, Level 21 sind wir gerade. Also ich tendiere mal zu den anderen Freightliner. Wo ist er denn? Ich muss gerade schauen. Ist auch ein Offroad. Wir kaufen den jetzt einfach. Kaufen und einsetzen. Und dann werden wir mal langsam aufmotzen. Getriebe hat er schon gutes drin, erhöht rein damit. Wir wollen Kettenset komplett. Winde natürlich die stärkste oder die teuerste, was die stärkste ist. Sattelkupplung hoch. Schnorchel. Der ist ein bisschen höher, nehmen wir den. So, was Standardauspuff. Hitzeisoliert nehmen wir. Gefällt mir. Doppelhorn. Rein damit. Standardkotflügel Dach. Nehmen wir gar nichts. Standard ist das. Ne, das ist Standard. Motiv. Lassen das so. Sonnenschutz, ja, ist immer gut. Wollen ja was sehen. Meine Standardfelgen. So, was gibt es denn da für bunte Farben? Ja, das gefällt mir. Wollte aber noch was nachgucken. Ich habe nämlich fast von diesen Riesenreifen gehört. Oder gesehen. Ja, die gibt es hier aber nicht. Der hat keine Matschreifen. Alles klar. Sattelkupplung hoch. Die Frage ist jetzt, haben wir einen Anhänger? Oh, der zieht aber gut an. Automatische Differentialsperre drin. So, wir können den nicht. Den Tank könnten wir. Anhänger. Ach so, wir können ganz normale Anhänger ziehen. Das stimmt. Aber ich hätte gern dann einen Auflieger. Schwertransport, da können wir drei Sachen mit transportieren. Ja, warum nicht? Wir brauchen aber vier Sachen, oder? Kann ich jetzt gar nicht nachgucken, die Mission. Oder? Oder? Nein, das war es nicht. Wir brauchten ja vier Sachen. Da muss ich einen ganz normalen Anhänger mitnehmen. Wir nehmen den. Ach, den kann ich nicht mitnehmen. Verdammt. Würde ja so gerne. Nehmen wir den. Alles klar. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich in Pedro Bay. Wir zwischendurch mal einschalten und zeigen, wie ich die Fracht verlade. Bis gleich. So, es gab eine kleine Planänderung.
Wir mussten nämlich Holzplanken auch schon mal aufladen. Betonblöcke können wir auf dem Weg nicht besorgen. Also auf den normalen Weg. Wo fahre ich denn jetzt am besten her? Einmal hier. Ah, wieder komplett zurück. Tanken und dann weiter. Ja, weil ich zeige euch das mal, wenn ich jetzt auf Pedro Bay klicke. Müssen wir hier unten her, um die Betonblöcke zu holen, und da ist der Mast umgefallen. Ich gehe davon aus, dass wir da nicht dahin kommen. Deswegen nehmen wir schon mal die Holzplanken mit. Das tut nicht weh, und dann machen wir halt den kleinen Schlenker. Ein bisschen, ja, schon fast zwei Missionen eins. Ja, das Fahrzeug ist sehr eigenartig, muss ich ehrlich sagen. In der ersten bei drei, eine Sekunde ungefähr von der Lenkbewegung passiert fast gar nichts, und dann schlägt er auf einmal ein und lenkt wie kein anderer LKW. Also der hat einen Wendekreis, das ist unglaublich, vielleicht wegen dem kleinen Radstand. Also das ist schon mal echt Wahnsinn und sehr ungewohnt. Ich habe mich schon zweimal komplett fast zerlegt. Habe mich schon gewundert, dass die Reifen noch nicht komplett Schrott waren. Jetzt ist alles repariert, als ich die guckt euch das mal an. Ich lenke ein und auf einmal geht er voll rum. Als ich oben die Verbrauchsgüter abgeholt habe, da ist ja so eine Reparatur-Service gleich da, gleich da drauf. Man fährt einfach nur drauf und lädt die Fracht auf. Und während man schon man drauf fährt, während man schon da drauf fährt, also auf die Verladeecke, wird man repariert. Also das kenne ich. Ich habe es noch, ist mir noch nie aufgefallen bei anderen Fabriken, Logistikzentren, sonst wo, nur da. Ich zeige euch das mal auf der Karte. Handbremse, das ist hier beim Logistikzentrum. Das war ein Reparatursymbol, aber das haben wir auch woanders. Hier zum Beispiel beim Wartungszentrum, wo es logischer wäre. Aber da wird man nicht repariert. So, ja, es geht spannend weiter. Ich bringe euch gleich wieder zurück, wenn wir Richtung Mast fahren und den Masten reparieren. Ich quäle mich noch ein bisschen hier hoch. Differentialsperre hat ja automatisch schon die ganze Zeit drin. Und tanken werden wir jetzt auch mal eben schnell. Aber das ist hier überhaupt kein Thema mit dem, um die Ecke hier zu kommen. Pass mal auf. Und schon ist man da, wo man sein will. Also Wahnsinn. Man muss nur aufpassen, dass der Anhänger hinterher kommt. So gut wieder um die Ecke geht. Das ist aber super ungewohnt mit der Lenkung. Wenn man mit Tastatur auf jeden Fall spielt, ist das super krass. Okay, dann würde ich sagen, bis gleich. So, wir sind fast da. Steht Water of Road. Hier sehe ich noch nirgendwo richtig Wasser, aber na gut. Vielleicht ist das ja in diesem Gebiet so. Ach, die Strecke. Vergaß. Die war ein bisschen schwieriger, würde ich behaupten. Ich stelle mal sofort den Hai rein, damit gut gefahren. Aber guckt mal euch das mal an, wie der. Nur da allein das Gegenlenken, da schlingern wir hin und her, da muss man echt sehr vorsichtig sein mit der Lenkung. Gewöhnungsbedürftig, würde nicht sagen, dass sie schlecht, weil der Wendekreis ist der Wahnsinn. Wenn man sich einmal in so einen Wendekreis gewöhnt hat, dann wird man nie wieder den Twins hier fahren wollen. Da fangen wir mal an den. Warum funktioniert meine Maus hier nicht? So, erstmal langsamer Lastengang, um ein bisschen voranzukommen, und dann schalten wir den nächsten. Und dann schalten wir den nächsten. Sehr gut. Ah, hier kann ich es nicht abgeben, aber annehmen konnte ich es da. Fahren wir mal dahin, wo der Holz gebraucht wird. Ey, guckt euch das mal an. Ich muss einmal kurz mal vom Gas gehen, damit ich das mir wieder fangen kann hier mit der Lenkung. Oder abfangen kann, so. So, wo ist dieser Mast? Da vorne. Also irgendwie funktioniert mit der Lenkung hier was nicht. Oh, da soll ich runter? Reicht das so?
Ja, offensichtlich habe ich das nicht gebraucht, um voranzukommen. War erstmal Rückwärtsgang so. Differentialsperre, jetzt hänge ich in der Luft. Na komm. Dann halt vorwärts. Hä? Ich habe einen Stein unter mir. Dieses kleine Pisselding. Differentialsperren, warum drehen sich die Räder da hinten nicht? Ach, boah, bin ich dusselig. Meine Güte nochmal. Warum drehen sich die hinteren Räder nicht? Damit war schon alles klar. Eieiei. Hier ist viel Holz auf der Straße. Und es ist sehr holprig. Aber ich finde jetzt dieses Fahrzeug echt gar nicht mal verkehrt. Also weiß nicht, ob es mit der Schaltung an mir liegt. Ich schätze schon. Aber es kann auch sein, dass hier etwas hakelig ist, weil das ein altes Fahrzeug ist. Man sucht nur Ausreden, ne? So, wir wollen hier Betonblöcke aufladen. So. Schauen wir mal, das war hier, Morrison's Mining, Verfolgung starten, da müssen wir direkt hier oben durch. Falls wir jetzt jemals hier rauskommen. Schalten. Aber will man mal versuchen, ordentlich zu fahren. Irgendwie funktioniert das mit der Deichsel hier nicht so, wie ich mir das vorstelle. Habt ihr auch das gleiche Problem? Manchmal glaube ich, ich kann es einigermaßen. Ich würde sagen, ich kann es nicht gut, aber so schlecht, wie es mir immer hier vorgegaukelt wird, bin ich doch gar nicht. So, wir ändern auch wieder die Zeit um. Nicht hier so laggy wird. Ich habe gehört, in den Startparametern kann man das die FPS begrenzen und dadurch hat man weniger Probleme, wenn man V-Sync in dem Spiel ausmacht. Weil da scheint ein adaptives V-Sync zu sein, dass der dann, wenn man die 60 FPS nicht halten kann, dass der dann gleich halbiert auf 30, auf feste 30, bis genug Leistung wieder vorhanden ist, bis er wieder 60 machen kann. Das ist schon komisch. Ich glaube, hier müssen wir ab. Nee, aber da könnte potenziell was sein. Nee, das führt nur hoch zu diesem Türmchen. Da waren wir noch gar nicht. Wir lassen das hier stehen, wir machen den Türmchen. Oh, entschuldige. Wenn wir schon mal hier sind, ne? Haben ja einen Offroad-Truck. Stand auf jeden Fall da drunter, dass es einer ist. Kann ich nicht verneinen, weil ich keine Ahnung von Trucks habe. Aber vielleicht ist das eine Gegend, wo ein Scout hoch sollte. Aber was soll's. Der ist ja klein und wendig. Ein Truck. Und er frisst sich gut durch. Vielleicht liegen wir da. Boah. Was ist denn für ein Abgrund? Also an Leistung hapert es nicht. Da sind wir. Das war ja mal interessant. Oh, da ist ein Upgrade. Hoho. Erster Upgrade hier. Und, glaube ich, habe
einfachere Stelle gefunden, wie man hier rauskommt. Was gibt's hier? Erhöht. Für den BM-17, wa? Ne, für den Ankh. Okay. Nehmen wir. Haben wir noch mal irgendwas aufgedeckt? Gar nichts. So, schaffen wir es denn bis zur Straße da vorne? Hier geht's schön durch. Bisschen Rallye mit unserem Offroad-Truck schadet nicht. Dafür sind die ja da und wir kommen super durch. Bin ich denn überhaupt da, wo ich hin will? Ja, so gut wie. Muss rückwärts fahren. Fast falsch abgebogen. Wow, Anhänger ankoppeln, sehr gut. So, ich glaube, das war's erstmal für heute. Wir werden in der nächsten Folge weitermachen, genau an dieser Stelle. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend oder Morgen. Vergiss nicht noch den Like-Button und Subscribe zu drücken, das würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ciao.